Am 19. Juli wurde ein Law and Order Crew-Mitglied am Drehort in Brooklyn erschossen, so berichtet The New York Times. Johnny Pissarro, ein 31-Jähriger aus Queens, war dafür zuständig, vor Drehbeginn Parkverbote im Stadtteil Greenpoint durchzusetzen, damit die Fahrzeuge der Serie parken konnten. Er saß in einem Auto, als sich der Angreifer näherte, die Tür öffnete und ihm in den Kopf und den Hals schoss, so die Polizei. Im Woodhull Hospital Center wurde er kurz darauf für tot erklärt. Ein kleiner, schlanker Mann in einem schwarzen Kapuzenpullover und dunkler Hose wurde gesehen, wie er vom Tatort weglief. Eine Verhaftung erfolgte aber nicht. Für Bürgermeister Eric Adams, ein ehemaliger Polizeihauptmann, ist es wichtig, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Die Sicherheit aller New Yorker hat für uns oberste Priorität. Keine Schießerei ist akzeptabel, sagte Fabian Levy, ein Sprecher des Bürgermeisters. Auch der Vater des Opfers ist fassungslos. Ohne Worte, die Sache ist eine Tragödie. Die Produzenten der Show Law and Order gaben ebenfalls ein Statement zu dem Vorfall ab. Wir waren sehr traurig und schockiert, als wir erfuhren, dass eines unserer Crewmitglieder heute früh Opfer eines Verbrechens wurde und an den Folgen gestorben ist, sagte eine Sprecherin von NBC und Universal Television.